Hallo Leute, und wir sind heute, wie ihr vielleicht erkennen könnt, seit langem mal wieder in The Binding of Isaac Rebirth. Das ist ja quasi das Projekt, womit ich als Let's Player begonnen habe. Und ja, seit über 2 Tagen versuche ich genau auf das hinzuarbeiten. Der Seed ist eigentlich sogar ziemlich lustig, X6BFD7. Und bei MyStuff könnt ihr 2 Items sehen. Und diese Items, darauf erhoffe ich mir Unsterblichkeit mit The Lost. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ich habe gerade nicht die eine Uhr bei mir. Ich gucke mir jetzt mal kurz auf eine andere Uhr. Okay, also ich versuche diesen Part jetzt circa 20 Minuten zu halten. Vielleicht auch ein bisschen kürzer, ich weiß es nicht genau. Also, das rechte Item ist das Knorred Leaf. Also so ein angebissenes Blatt. Und das sorgt halt dafür, dass ich nach einer Zeit, also nach sehr kurzer Zeit, immer zu einer Statue werde. Und das andere ist der Ball of Bandages. Da kann man das Bandage Girl von Super Meat Boy zusammenstellen. Das muss ich auch noch tun. Also mein Tagesablauf besteht derzeit aus R gedrückt halten. Entweder beide Lost, um Kombinationen wie Holy Mantle oder halt Knorred Leaf zu finden. Und bei Isaac halt auf Normal, um das Book of Revelations zu finden, den Super Meat Boy habe ich schon. Und ich habe auch, also dieses Bandage Girl, das fehlt mir halt noch. Meine Achievements sind halt 168 von 178. Mir fehlen nur noch 10 Stück, dann habe ich alle. Beziehungsweise 8, weil die letzten 2 bekommt man, wenn man alles hat. Das ist dann Platinum God und Real Platinum God. Und The Lost's eigentlich, ja, meine Stimme ist gerade ein bisschen, also mein Mund ist nicht so feucht. The Lost ist halt, er hat kein Leben, er kann auch kein Leben aufsammeln und er ist nach einem Treffer tot. Er ist ein geheimer Charakter und es ist ein bisschen schwierig, ihn zu bekommen, weil man dafür 4 verschiedene Dinge tun muss, mit verschiedenen Charakteren an verschiedenen Orten sterben muss. Und ja, ich erhoffe mir, jetzt in jeden Raum reinzugehen, unsterblich zu werden und dass die Gegner dann nach einer Zeit immer auf mich zukommen und der Raum immer geklärt wird. Und da ich darauf so lange hingearbeitet habe, möchte ich jetzt genau diese langweilige Sache mit euch machen. Und zwar werden wir jetzt immer in den Raum reingehen und ich werde einfach nur warten. Weil das Knorred Leaf alleine hilft mir ja nicht zur kompletten Unsterblichkeit, da ich noch etwas brauche, was auch Gegner angreift. Und dieser Ball of Bandages war da jetzt perfekt. Deshalb war es sehr gut, dass Famine als erster Boss kommt. Allerdings produzieren die jetzt gerade ein paar viele Dinger, die wiederum Spinnen produzieren können. Deshalb, ich werde auch manchmal, wenn ich die Chance sehe, selber eingreifen und was machen. Also die flüchten ja vor mir, was relativ gut ist. So, eins ist auch schon tot. Und ja, wir werden das splitten, deshalb immer so circa 20 Minuten. Ich habe jetzt kurz nach 10 nach aufgenommen. Ich werde das auf der Uhr dann nachverfolgen können. Und dann hoffe ich, dass das Spiel mich nicht übertönt. Virgo, ja gut, das würde mir zum Beispiel ein Schild nach einem Treffer geben. Nur die Sache ist, sehr viele Items wirken bei ihm auch nicht. HP-Upgrades oder so. Und nach einem Treffer passiert natürlich gar nichts, weil es dann logischerweise für mich wäre. Das ist halt gut, dass sehr viele Gegner automatisch auf einen zulaufen, weil hätte ich zum Beispiel Daddy Longlegs, dann wäre ich mega stark. Oder halt die Big Beautiful Fly, die im Raum rumfliegt und Bumm macht. Aber der Ball of Bandages ist definitiv ein guter Anfang, wer weiß, vielleicht bekomme ich ja auch noch mehr. Aber auf jeden Fall, das ist die Kombi, auf die ich sehr, sehr lange hingearbeitet habe. Das ist auch das erste Mal, ich das Knorred Leaf überhaupt bekommen habe. Seit 2 Tagen habe ich das Ding nicht gesehen. Ich muss das Ganze ja auch im Hard Mode schaffen und da ist der Goldraum beim Anfangsspawn nicht so häufig direkt. Ach, kommt schon. Okay, halt. Halt. Ich will nicht sterben. Ich stelle mich mal hier oben hin. Das ist jetzt die Mega Pussy Mode, aber das ist mir komplett egal und ich werde damit sogar zu The Lamp und nicht zum Blue Baby gehen. Einfach weil ich weiß, dass ich alles andere schon probiert habe und sonst keine Chance habe und das ist halt 100%.
solange ich safe spiele. Halt, ein Treffer ist immer das Ende. Deshalb ist der Holy Mantle sehr gut, weil der einen Treffer im Raum erlaubt, als Schild quasi. Mit dem habe ich es ja auch damals bis zu Isaac in die Kathedrale geschafft. Das war knapp. Ich sag's euch, ich werde Heulkrämpfe haben, wenn ich hier sterbe. Das sollte jedem bewusst sein. Vor allen Dingen, weil dieses scheiß Knot Leaf so selten auftaucht. Ah, du bist eine Ranger-Pille, schön. Perfekt. Mysterious Paper, da habe ich gerade keine Ahnung, was das kann. Und ich meine zu glauben, dass dieser Effekt, also halt die Zeitspanne, bis ich zur Statue werde, immer ausreicht in jedem Raum, bevor mich irgendjemand angreift. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Das war zum Beispiel schon sehr knapp, aber ich glaube, die Gegner müssen so eine Zeitspanne überbrücken, in der ich definitiv zum Schild werde oder zur Statue. Deshalb werde ich jetzt einfach immer in jedem Raum am Anfang stehen bleiben und nichts tun. Und mal schauen, ob uns das ein Stück näher zum Real Platinum Gott bringt. Denn ich habe jetzt schon über 160 Spielstunden und ich habe in letzter Zeit so viel Zeit in dieses Spiel investiert, dass ich auch gerne alle 178 Achievements haben möchte. Bei Orient the Blind Forest hat sich soweit noch nichts verändert. Anti Chamber lade ich jetzt jeden Tag hoch. Das hier wird irgendwann dazwischen kommen, damit ein bisschen Abwechslung drin ist. Anti Chamber habe ich schon durchgespielt. Wir haben 100%, abgesehen von diesen kleinen lila Steinchen, die einem eh nichts bringen. Wo ich eh nicht mal alle holen kann, weil man ganz am Anfang des Spiels einen holen muss. So, den Goldraum haben wir schon. Ich habe extra auch die erste Ebene durchgespielt und das war jetzt sehr dumm, weil ich einfach losgelaufen bin, ich hätte stehen bleiben müssen. So, das Gute ist, Pin visiert mich auch an und der Ball of Bench, das macht so viel schön Damage. Los, komm nochmal. Ah, schade. Jetzt hat er ihn nicht getroffen. Jetzt auch nicht. Ich glaube, diesen kleinen Gegner muss ich extra besiegen. Okay, den besiegen wir jetzt einfach mal extra. So viel Skill mute ich mir dann doch noch zu. Shot Speed und Damage up. Warum nicht? Devil Deals sind für mich umsonst. Das ist immerhin schön. Jetzt müsste irgendwas passieren und ich müsste einfach durch Zufall sterben. Das wäre so schön. Ach, ich würde heulen. Ich würde heulen. Wer weiß, umso mehr geiles Zeug ich jetzt finde. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt immer und immer wieder irgendwen finde, der mir helfen kann. Das wäre richtig geil, wenn ich dann... Wenn es auch nur noch eine weitere Sache ist, die von alleine reagiert und Leute angreift, wie zum Beispiel dieses Demon Baby Auto Turret Teil. Das wäre so cool. So, hier erhoffe ich mir jetzt wieder das Anchargen. Dass sie das immer schön machen. Ja, die Explosion hat erstmal ein paar getroffen. Na gut, mal schauen. Vielleicht schaffen wir das in unter 60 Minuten. Ich habe Angst, jetzt Tab zu drücken und dass er sich dann auflöst. Ah, nee. Wir sind schon bei 11 Minuten. Caves 1, naja, das ist eigentlich nur eine ziemlich schlechte Zeit. Den Boss Rush müsste ich auch noch machen. Bisher ist mir auch nur angezeigt, dass ich Mom's Heart im normalen Modus besiegt habe. Isaac hätte ich schon noch gerne besiegt. Mir fehlen jetzt, glaube ich, nur noch so 10 Items. Also Messinio ist derzeit das einzige Item, was ich noch finden könnte, was ich schon freigeschaltet habe. So, die Satanic Bible hätte auch keinen Effekt. Die würde mir ja immer ein schwarzes Herz hingeben. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen Effekt auf Gegner im Raum auslöst, weil ich sie noch nie benutzt habe, während Gegner im Raum sind. Ich habe die halt immer aufgeladen und mir ein Herzchen geholt. Die Gegner, das ist halt das Doofe, Gegner, die andere Gegner spawnen können, wie zum Beispiel hier jetzt die Fliegen, aber auch vor mir wegrennen, die muss ich ja irgendwie auch noch selber besiegen. Und der ist gerade sehr, sehr nervig. Ich stelle mich jetzt einfach so hin. Vor allen Dingen, wenn diese Fliegen dann schießen können, das ist ja das Schlimmste. Die Frage ist, halte ich das durch? Okay, das war ein bisschen gruselig. So, muss jetzt erst noch eine Spinne sterben, oder was? Was der Rusted Key macht, weiß ich auch nicht. War das nicht der, der mal eine Zeit lang keinen Effekt hatte? So. Ach nee, die gehen nicht direkt auf mich los. Aber eins ist schon mal tot.
Tja. Ist immerhin spannender als das, was ich die letzten paar Tage in The Binding of Isaac gemacht habe, weil ich einfach nur R gedrückt gehalten habe, Goldräume angeschaut habe, dann mir gedacht habe, es geht nicht und dann wieder R gedrückt. Also es gab 4 Items, mit denen ich durch dieses Spiel relativ gut durchkommen kann mit The Lost. Und zwar habe ich immer wieder Runs probiert, wenn ich Blue Baby's Only Friend hatte, weil er wirklich sehr stark ist. Das ist halt, der ist wie dieses eine Roboter-Baby. Und zwar, wenn man Tränen schießt, also mit dem Pfeiltasten, mit WASD bewegt man sich ja, mit Pfeiltasten schießt man. Den kann man halt mit dem Pfeiltasten steuern. Und wenn ich mich dann irgendwo verstecke, meistens auf einem Stein, weil das ziemlich safe ist, dann mache ich einfach den Rest immer mit dem Baby, also, nee, halt, mit der blauen Fliege. Und die hat mich auch schon mal bis in die Depths gebracht. Vielleicht sogar ins Wurm, ich weiß es gerade nicht mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nee. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, ich werde sterben. Wetten, ich werde sterben. Okay, derzeit visiert mich nur einer. Oh nein. Okay, jetzt kann ich euch auch noch zeigen, was meinen Tag ausmacht. So, Bob's Brain, nein, den nehmen wir nicht mit. Was wären denn noch die Items? Epic Fetus bin ich zwar kein Fan von, aber ich habe es mit ihm auch schon mal weit geschafft. Daddy Longlegs ist noch stark. Er könnte mir bestimmt gut helfen, wenn ich das Knorpelief hätte. Was waren denn das jetzt noch für Items? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber diese Items, also es gibt wirklich nur eine ganz kleine Auswahl, was mir hier helfen würde, mit diesem Charakter durchzukommen. Und ja, bis die mal spawnen, das ist halt ziemlich nervig. Ich habe jetzt auch ein paar Runs dann, weil ich deprimiert war, einfach immer und immer wieder versucht. Einfach irgendwie, sobald ich eine Tränenveränderung hatte. Aber man braucht es wirklich. Es geht nicht ohne den Holy Mantle oder anderes. Also ich meine, ich bin schon gut in dem Spiel, aber nee. Naja, ihr seht ja, wie selten hier Goldräume kommen. Und dann ist da zum Großteil auch noch irgendein Bullshit drinne. Yay, Anarchist Cockbook. Ui. Und naja. Also ich hatte ziemlich viel Wirrwarr, was ich mit den Leuten so freigeschaltet habe. Dort dann habe ich einfach mal angefangen, der Reihe nach durchzuspielen. Isaac hatte ich schon länger komplett durch. Dann habe ich Maggie voll gemacht. Kane, Judas, das Blue Baby, Eve, Samson, Azazel, Lazarus. Mit Eden fehlt mir noch der Das ist eigentlich der einzige Run, den ich noch machen könnte, ohne die ganze Zeit rerollen zu müssen. Aber ich habe irgendwie gerade keine Lust drauf und freigeschaltet ist das Item trotzdem schon. Da muss ich das nicht im Hard Mode nochmal durchgehen. Und mit ihm ist es halt derzeit nur das Herz. So, bei Stats bin ich... Oh! Okay. Ich habe schon mehr Tode, als es Items gibt. Es gibt halt 343, hier fehlt 1, hier fehlen noch 3 und hier sind halt rechts die, die man mit The Lost freischaltet, The Soul, The Body and The Mind. Dann gibt's noch Godhead. Da links fehlt mir noch... Ach genau! Da links ist noch ein Item, was ich im Dingensens hier krieg. In dem Angel Deal. Aber ich bin mir sicher, dass ich das schon mal aufgehoben hatte. Endings ist halt klar. Und Secrets wären halt jetzt die ganzen, die ich habe. 168 von 178. Da ganz am Anfang war das Super Meat Girl, was man herstellen muss. Ja. Hier ganz am Ende fehlen mir ein paar. Das sind dann, ja, die, das sind dann diese... Nee, die Babys sind das eigentlich gar nicht. Das sind höchstwahrscheinlich die paar Items da. Naja. Und das ist, was ich derzeit die ganze Zeit mache. Hier habe ich immer noch nicht weiter gespielt. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal im Let's Play weiter, wo ich mir es nicht vorstellen kann. Einfach weil das Spiel jetzt schon raus ist und man halt alles kennt. Ich glaube, das wäre nicht spannend genug. Aber naja. Ich habe halt eine Beschäftigung. Für die nächsten paar Jahre meines Lebens. Tja,
Vielleicht werde ich irgendwann Platinum Gott und Real Platinum Gott. Das wird man ja relativ gleichzeitig. Es kommt halt nur auf The Lost an, ob man mit dem die Sachen noch hat. Also Real Platinum Gott. Da brauche ich halt auch noch die Sachen von The Lost. Ja, genau. Ein Curse. Jetzt will ich aber noch wissen, was da drin ist, weil ich hatte schon mal ein ziemlich cooles Item dann drin, nachdem ich hier gewartet habe und Räume geklärt habe. Ich überlege gerade echt, was waren denn die zwei anderen Items? Also mit Epic Vitis probiere ich Runs, mit dem Blue Baby's Only Friend. Ah scheiße, wieso gehe ich denn hier unten rein? Was war's noch? Mit Mom's Knife würde ich sie manchmal probieren. Ist es dein Ernstspiel? Okay, irgendwas richtig Gutes ist im Itemraum. Irgendwas richtig, richtig Gutes. Das weiß ich jetzt schon, ich spüre das. Das schauen wir noch nach und dann beende ich den Part. Und wenn ich diese Kombination irgendwann mal wieder habe, also vielleicht in einem Jahr oder so, wenn die Leute das Spiel schon begonnen haben zu ignorieren, dann lade ich nochmal sowas hoch. Ja, wow. Naja. Ich habe auch schon angefangen, manchmal das Spiel zu verkleinern, also auf Fenstergröße, und dann habe ich einfach nebenbei YouTube-Videos geschaut. Weil irgendwann ist das schon ganz schön nervig. Und das sind derzeit alles auch doofe Items. Ah, verdammt, jetzt habe ich einen übersprungen. Yay. Damit hatte ich auch mal einen Run probiert. Damit war ich sogar im Boss Rush und dann hatte ich noch Loki's Horns, ganz viel Luck ab. Und richtig große Tränen, ich glaube Polyphemus hatte ich dann auch noch irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Das ist alles doof. Naja gut, also das Holy Mantle, ja stimmt, das Holy Mantle wäre das dritte und dann halt noch ein viertes Item. Aber naja, der Großteil bringt eh nichts bei The Lost. Denn selbst wenn man gut ist, manchmal trifft ein das Spiel immer und ja, das ist ein wenig doof. Und bevor ich hier noch weiter rumprobiere und einfach nichts weiß, worüber ich reden soll, beende ich den Part einfach. Danke fürs kurze Anschauen meines Lebens. Jetzt wahrscheinlich werde ich auch bald demotiviert von dem Spiel sein und Ori weiterspielen auf 100%. Und naja. Oder einfach mit meinen Katzen kuscheln, die schon wieder im Hintergrund miauen. Ciao.